Hi und willkommen bei mir, Lurchi Nummer 1. Willkommen im Jahr 2024. Ich hoffe, ihr hattet alles, was man braucht, um ins neue Jahr gut reinzukommen. Ich persönlich habe mir den Ranzen voll gefressen und ja, versuche ihn jetzt wieder abzubauen. Aber ja, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Willkommen zu dem Car-to-Car-Merch-Glitch, den es aktuell gibt. In diesem Video zeige ich euch noch kurz die Eventwoche. Und zwar ist diese an diesem Platz, den ich euch gerade auf der Karte gezeigt habe. Und die Eventwoche beinhaltet dieses Fahrzeug. Um dieses Fahrzeug haben zu dürfen, müssen wir diverse Tiere fotografieren. Deswegen befinde ich mich an diesem Platz auf der Karte, als kleine Erklärung am Rande. Ich dachte mir, ich baue das kurz mit ins Video ein, falls die Frage nämlich aufkommt, hey, wieso kann ich das Auto nicht kaufen? Und zwar, ihr begebt euch hier an diese Tafel, wenn ihr da Steuerkreuz nach rechts drückt, seht ihr, dass ihr diverses Viechervolk fotografieren sollt. Vorab, eine kleine wichtige Nachricht habe ich euch. Die Tiere müssen leben, wenn ihr sie fotografiert. Ich habe es versucht, ich habe leider einer Kuh zwischen die Hörner geschossen und dachte mir, ab ein Foto machen, hat leider nichts gebracht. Das Tier muss leben und ja, ich zeige euch mal kurz auf der Karte, wo man die Tiere so findet. Und zwar habe ich hier diese Muku. Muku findet man auf logischerweise meistens Bauernhöfen. So, einmal fotografiert, hübsches Tier, Wahnsinn. Euter passt, Zähne passen, mega Kuh. Ja, fotografiert, dann sieht das Ganze so aus, abgehakt. Die Kuh habe ich im Übrigen hier gefunden. Da ist so eine Art Bauernhof und so weiter. Da wart ihr bestimmt auch schon mal auf der Karte. Und ja, ich gehe jetzt kurz mit der Kuh einmal quatschen, weil ich habe mir sagen lassen, dass die auch lecker schmeckt. Deswegen bis gleich. An der zweiten Location, tatsächlich musste ich gar nicht weit wegfahren, habe ich diesen Kormoran oder wie auch immer dieses Vogelgetier da heißt, gefunden. Auch bei diesem Bauernhof, hier oben fliegt es rum, den könnt ihr dann direkt auch so fotografieren. Ich habe mal versucht, wie gut ich mit dem Scharfschützengewehr bin, kleine Übung so am Rande mal. So wie man leider erkennt, ein bisschen Übung, ja, kann es noch sein. Aber damit habe ich das Tier fotografiert. Und wenn ihr jetzt ganz leise seid, könnt ihr hier die Hasen sehen. Für diese Hasen habe ich echt lange gesucht. Bin tatsächlich zweimal um die Map gefahren und habe dann gemerkt, dass es eigentlich total für den Arsch war. Weil die Hasen werdet ihr dort finden, wo diese Tafel zu Beginn war, mit dem das Ganze begonnen hat. Da findet ihr die Hasen. Da ist das Gras noch saftig, die Luft noch frisch. Da findet ihr den Hasen, wenn man ihn finden will. Und damit habe ich jetzt Hasenbraten gemacht und ja, Auto freigeschaltet und bereit, dass wir den Car-to-Car machen können. Zum Car-to-Car möchte ich auch noch ein paar Worte sagen. Der ist echt scheiße. Das sage ich euch aus der Brust und ganz ehrlich, dieser Car-to-Car ist scheiße. Aber ich möchte ihn euch nicht vorenthalten. Zum einen erstmal braucht ihr einen Freund, der euch hilft. Der Freund hat in erster Linie mal Folgendes zu tun. Ihr geht in eine Sitzung für Spieler nur mit Einladung. Ich zeige jetzt, was der Freund tun muss. Der Freund befindet sich an seinem Nachtclub. Das wäre einmal hier oder je nachdem, wo ihr ihn habt. So. Der Freund braucht ebenfalls einen Terabyte. Hat euer Freund keinen Terabyte, wird die Sache schon wieder eng. Aber sei es drum, wir tun jetzt einfach mal so, als hätte der Freund einen Terabyte. Dann geht der Freund zu dem eben genannten und begibt sich einmal in den Terabyte rein. Und dann zeige ich euch gleich, welchen hammerharten Kniff der Mann zu erledigen hat, weil das Ganze, ich will es wirklich ehrlich sagen, es ist nicht einfach. Ihr werdet 5 bis 6 Versuche beim Anfang brauchen, bin ich ganz ehrlich, wenn nicht sogar mehr. So, im Terabyte angekommen. Jeden Augenblick zumindest. Na komm, zack, zack, rein da jetzt.
ab hier nur noch Stunden. Okay. Der Freund befindet sich in seinem Terabyte. Er schickt euch eine Einladung in seinen Terabyte. Das macht ihr hier über das Interaktionsmenü. Da geht er dann drauf und sagt Einladen. So, wenn er den Part erledigt hat, euer Kumpel, stellt er sich hier an diese Türe. Und er hat ungefähr eine Sekunde Zeit, dass hier nicht nur verlassen steht, sondern mit allen verlassen steht dann an der Tür. Mit allen verlassen. Und wenn er das sieht, muss er sofort da drauf gehen und X drücken. Das ist der Kniff für den Freund. So, jetzt kommt derjenige, der den Car-to-Car machen will. Also ihr da draußen. Ihr geht einmal zur Arena und an der Arena braucht ihr einen Job-Point. Ich denke mal, welcher Job-Point, das ist egal. Irgendein Job-Point. Bei mir ist jetzt zufällig so ein Fahrradrennen in nächster Nähe. Vielleicht habt ihr diesen Kreis ja auch. Falls ihr gar keine Jobkreise habt, müsst ihr sie im Interaktionsmenü sichtbar machen. Wenn ihr schon mal hier seid, könnt ihr euch auch direkt schon mal das Spenderauto bestellen. Das Spenderauto ist das Auto, was den Merch für das andere Fahrzeug mitbringt. So, jetzt kommt gleich die Einladung von eurem Kollegen. Bevor die aber kommt, checkt nochmal unter Optionen, ob ihr den, wenn ihr hier reingeht in Jobs, ob das auf geschlossen hier steht, Jobsuche geschlossen, dann werdet ihr nicht in andere Jobs, wo bereits Mitglieder drin sind oder Mitspieler, nicht mit reingezogen, sondern gründet quasi euren eigenen Job. Da solltet ihr nochmal die Augen drauf halten. Und jetzt kommen wir zum Glitch. Ihr seht jetzt, hier kommt die Einladung in den Terabyte vom Kollege. Ihr macht den auf dem Handy so weit fertig, dass ihr X nur noch drücken müsst. Ab in den Jobkreis. Und jetzt müsst ihr eurem Kollegen sofort sagen, sobald es losgeht, passt auf, ich drücke jetzt hier einmal X und dann Steuerkreuz rechts spammen. Das mache ich jetzt gleich. Und sobald ihr das gemacht habt, müsst ihr eurem Kollegen sagen, hey, jetzt kommt gleich der Moment, wo für alle Austreten steht. Für alle Austreten. Das müsste jetzt passieren, in diesem Bildschirm. Jetzt müsste er in Terabyte an der Türe sehen, alle austreten. Dann sagt er euch Bescheid, dass das geklappt hat. Und sobald er den Terabyte vollständig verlassen hat, könnt ihr diesen Job verlassen. So, das war der erste Gag zu diesem Glitch. Ich gebe zu, wie gesagt, zum dritten Mal, ich weiß, das ist nicht einfach. Man braucht ein bisschen Zahnfleisch für diesen Glitch. Aber denkt immer dran, ich habe den Scheiß nicht erfunden, ich zeige ihn euch nur. So, ob der Glitch im Übrigen funktioniert hat, das seht ihr links unten an eurer Minimap, denn die ist dann so komisch schwarz unterlegt. Der Kollege aus seinem Terabyte wechselt jetzt die Location und geht einmal ins LSK-Meet. Und wenn er im LSK-Meet drin ist, dann könnt ihr weitermachen. Also der Kollege ist jetzt im LSK-Meet. So. Ihr achtet nochmal links unten auf die Minimap. Wenn die Minimap so komisch durchsichtig schwarz ist, dann hat der Glitch auch bis dahin mal funktioniert. So. Ich befinde mich nach wie vor hier an der Arena. Und jetzt kommen wir zum zweiten Kniff. Und zwar brauchen wir jetzt einen Bot, den Anavac. Viele haben schon davon gehört, aber eben nicht jeder. Deswegen zeige ich es jetzt nochmal. Ich trete jetzt Anavac bei. Anavac ist ein Bot, der ständig online in einem anderen Zielmodus ist. Den findet ihr so. Und zwar gebt ihr hier oben Anavac ein. Den gibt es im Übrigen auch für alle Konsolen. Ich habe die Anavac-Bots alle mal in die Videobeschreibung eingefügt. Da könnt ihr mal gucken, zu welcher Konsole euer Anavac passt und wie der heißt. Diesen benötige ich jetzt hier für die PS5. Wie gesagt, in der Videobeschreibung findet ihr die ganzen anderen Anavacs für PS4, Xbox, Xbox Series und schlag mich tot. So, ihr seht, einfach beitreten. Noch ist da nichts Schlimmes dran. Ihr steht am Ticketschalter und tretet jetzt bei. Links oben habt ihr die Meldung, dass ihr dem Ticketschalter beitreten könnt oder rein könnt. So, jetzt habe ich hier einmal X und Steuerkreuz nach rechts gespammt und jetzt spamme ich dreimal X. Dann bekomme ich diese Meldung, dann macht es dann so einen Ton. Bum, bum,
bumm. Und dann drückt ihr X. Und dann, links unten seht ihr, habe ich keine Minimap mehr. Zur Erklärung kurz, das kann auch echt 5 bis 10 Versuche dauern, bis das mal klappt. Aber ihr könnt direkt an der Stelle wieder von vorne es versuchen. Ich gebe nochmal kurz ein Feedback. Und zwar, ihr steht an dem Ticketshop. Einladung oder Anavac beitreten, die erste Meldung kommt. In dieser Meldung X und sofort Steuerkreuz nach rechts spammen. Ungefähr 2-3 Sekunden warten, wieder X spammen. Dreimal. So, dann macht's bumm, bumm, bumm als Hintergrundgeräusch und dann X drücken. Sollte da stehen, der Surfer ist derzeit nicht erreichbar, hat's leider nicht geklappt. Sollte es geklappt haben und ihr habt keine Minimap mehr, dann lädt euch der Freund, wie gesehen, ins LSK-Meet ein. Solltet ihr im LSK-Meet jetzt kein Sprintrennen starten können, denn das benötigt ihr gleich als nächstes, gebe ich euch auch gleich nochmal eine Erklärung ab. Erster Schritt zumindest ist mal, ihr bestellt euch jetzt euer Auto ins LSK-Meet. Hier steht es. So, jetzt zum bekannten Problem nochmal. Sollte bei euch das Sprintrennen hier ausgegraut sein, obwohl ihr Autos dabei habt, dann liegt es daran an eurem verglitschten Zustand. Das heißt, ihr steigt bei eurem Freund mit ins Auto ein und er fährt kurz einmal nach draußen und wieder rein. Und dann lädt er euch neu hier ins LSK-Meet ein und dann ist das Sprintrennen nicht mehr ausgegraut. Das ist leider so, kann bei 5 Versuchen einmal schief gehen. So, der nächste Akt. Den Kollegen benötigen wir jetzt nochmal. Und zwar, der Kollege geht jetzt hier hinten an diese Ausgangstüre. Ihr seht sie im Hintergrund. Da geht der Kollege jetzt einmal hin und von dort aus startet er das Sprintrennen. Das ist Interaktionsmenü öffnen, LSK-Meet und dann auf Sprintrennen. Sobald er es gestartet hat, bekommt er eine Meldung auf dem Handy. Hier ist sie, annehmen. So. Jetzt läuft ein Countdown runter. Ihr seht es hier, 26, 25, schlag mich tot. Der Kollege am Notausgang da hinten oder an der Türe macht nun Folgendes. Und zwar, sobald die Uhr auf 5 Sekunden steht, drückt er X. Ihr seht es jetzt hier, 9, 8, 7, 6 und X. Und jetzt verlässt er das LSK-Meet. Nun passiert Folgendes. Der Kollege landet draußen auf der Straße und kann sich schon mal ein Straßenfahrzeug klauen. Ihr selber bekommt jetzt hier diesen tollen Black Screen und den werdet ihr ohne weiteres auch nicht mehr los. Ihr müsst jetzt Folgendes tun, damit das Ganze hier weitergeht. Und zwar müsst ihr jetzt einem anderen Spieler beitreten. Irgendeinen Spieler aus eurer Freundesliste. Der muss aktuell GTA spielen. Mehr nicht. Und darauf achten natürlich, dass es PS5 ist, wenn ihr auf PS5 seid. So, ich suche jetzt hier mal meine Freundesliste durch und entscheide mich jetzt hier für irgendeinen Spieler, egal welcher, der gerade GTA 5 online spielt auf der PS5. Trete ihm bei. Dann kann jetzt hier ein etwas längeres Warten kommen. Warum? Das kann ich euch ehrlich gesagt auch nicht sagen. Zumindest dauert der Ladevorgang jetzt gut eine Minute, manchmal vielleicht sogar etwas länger. Aber da müssen wir leider durch. Ich warte jetzt auch hier, bis diese Meldung irgendwann mal vorbeigeht. Hier. Diese Meldung heißt es, der Job bla bla bla. Das ist genau richtig. Einmal X drücken und ihr werdet dann sehen, dass er in eurem Auto sitzt. An der Stelle, wo das Sprintrennen gestartet wäre. Ihr fahrt jetzt ein Stück nach vorne. Ihr gründet jetzt ein CEO. Das mache ich jetzt hier auch. Einmal gründen das Ganze. Gut. So. Dann drücken wir erneut Interaktionsmenü CEO und jetzt auf Fahrzeuge. Und hier suchen wir uns jetzt den Buzzard-Helikopter raus. Das wäre hier. Und den bestellen wir uns. Der wird dann im Normalfall in Sekunden geliefert. Das geht ratzfatz. So, ihr steigt aus. Und jetzt kommt die zweite Hürde dieses Glitches. Ihr werdet merken, euer Controller funktioniert nur noch spiegelverkehrt.
total nervig, total kotzig, aber da müsst ihr euch leider zurechtfinden. Ihr müsst jetzt in spiegelverkehrter Reihenfolge versuchen zu laufen, und zwar zu eurem Buzzard-Helikopter, der ja hier steht. Und ich versuche das hier auch gerade gedeichselt zu bekommen. Das kann gerne mal etwas länger dauern. Aber, naja. So, jetzt hier, einsteigen. Falls ihr den Helikopter überhaupt nicht findet, der Kollege kann euch ja helfen. Er klaut sich ein Straßenfahrzeug, lässt euch reinsitzen und fährt euch zum Helikopter. Aber jetzt machen wir an dieser Stelle mal weiter. Ihr steigt mit dem Helikopter auf eine gute Höhe und steigt aus und werdet sterben. Ist auch genauso gewollt. So, bumm, tot. Nun passiert Folgendes im Spiel. Ihr werdet gerespawnt in eurem Fahrzeug und seid wieder gefreezed. Das heißt, ihr könnt weder Gas geben, lenken noch sonst irgendwas. Jetzt müsst ihr dasselbe wieder tun wie gerade eben schon. Ihr tretet irgendeinem Spieler bei, der GTA Online spielt, auf eurer Konsole. Ganz wichtig, nicht verwechseln mit PS4 oder so. PS5, wenn ihr PS5 seid. Jetzt warten wir wieder einen kleinen Moment ab. Ich weiß nicht, warum an der Stelle die Ladezeiten immer so lange sind, aber es ist, wie es ist. Jeden Augenblick geht's weiter. So. Hier, einmal X drücken. Da steht wieder dieselbe Nachricht wie vorhin. Irgendwas mit Job, bla bla bla. So, und jetzt fahren wir an diese Location, wo dieses Gittertor ist. Das ist auch genau in nächster Nähe. Hier. Da fahrt ihr hin. Solltet ihr Probleme haben, das zu finden, oder Probleme haben, dorthin zu fahren, der Kollege kann euch helfen. Er kann euch einweisen, wo ihr langfahren sollt, oder euch in einem Straßenauto mitnehmen. Interaktionsmenü, CEO, CEO-Fähigkeiten, Luxushelikopter anfordern. Das ist der nächste Schritt. Jetzt müsste hinter euch in nächster Nähe jeden Augenblick ein Helikopter landen, der euch zu eurer Garage transportiert. Das warten wir jetzt eben kurz ab. Wie gesagt, orientierungstechnisch, wenn ihr Probleme habt, lasst euch von eurem Kollegen in der Sitzung helfen, weil der hat sonst nichts zu tun. Also kann er auch mal Hand anlegen. So, und jetzt kommt derselbe Scheißdreck wieder. Ihr müsst in spiegelverdrehter Reihenfolge von eurem Joystick zu diesem Helikopter gelangen und einsteigen. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber irgendwann reißt dann der Knoten im Kopf und dann geht das eigentlich recht gut. Man muss nur ein bisschen umdenken. So, jetzt hier einsteigen. So, wir drücken die L3-Taste und lassen uns in unser Mace Bank Tower überführen. Warum der Mace Bank Tower? Ganz einfach. Da kann man an der Tresen bei der netten Dame, oder wenn ihr einen Herrn habt, private Autos ordern. Aber das zeige ich euch jetzt gleich. So. Willkommen im Mace Bank Tower, je nachdem welchen ihr habt. Ihr könnt ja auch sagen, willkommen in der Firmengarage, je nachdem welche ihr habt. So, und jetzt in spiegelverdrehter Reihenfolge an diese Tresen laufen und Steuerkreuz nach rechts drücken. Dann bekommt ihr dieses Menü von dieser netten Dame hier. Hier seht ihr es. Dann gehen wir natürlich auf die persönlichen Fahrzeuge. Und jetzt sucht ihr das Fahrzeug aus, was ihr gemerged haben wollt. In meinem Fall ist es ja der neue Bullenwagen hier, dieser Park Ranger, was weiß ich. So, dann werdet ihr aus eurer Firmengarage natürlich rausgeworfen und landet wieder auf der Straße. So, Tür geht zu, wir sind draußen. Und jetzt kommen wir zum letzten Kraftakt dieses Glitches. Und zwar, noch mehr verbuggt wie vorher. Toll. So, Interaktionsmenü erneut aufrufen und den Buzzard-Helikopter erneut zu euch herrufen. Hier ist der Buzzard. Im Prinzip selbes Spiel wie gerade eben. Ihr müsst da wieder einsteigen und euch selber umbringen. Wenn ihr wollt, das kann natürlich auch euer Kollege für euch erledigen, indem er 3-4 Mal mit dem Auto über euch drüber fährt. Hat denselben Effekt
geht genauso. An sich sonst kann der Kollege natürlich zu eurer Firmengarage fahren und auch hier euch ein bisschen einweisen, wie ihr zum Helikopter findet. Der kann ja gerne da ein bisschen helfen. Wie gesagt, er hat ja sonst nichts zu tun. So, ich versuche jetzt mit allem, was ich habe, diesen Helikopter hier zu erreichen. Weit habe ich es nicht mehr. An sich sonst lasst ihr euch eben von eurem Kollegen überfahren oder was weiß ich. Müsste eigentlich genauso funktionieren. Aber jetzt machen wir es auf die Weise. So, wir steigen ein in den Helikopter. Gleiches Spiel wie gerade eben. Wir steigen in eine angemessene Höhe, damit es auch richtig schön knallt, wenn wir unten ankommen. So. Galoppi, galoppi und abwärts. Und zack. Und nun werdet ihr in eurem Polizeiauto gespawnt oder in dem Auto, was ihr merchen wollt. So. Tada. Jetzt müsst ihr eurem Kollegen sagen, er möchte bitte die Lobby verlassen oder er kann zum Beispiel auch, er soll die Lobby verlassen. Fertig, aus, Ende. So, sobald er die Lobby verlassen hat, tada, Sprintrennen vorbei und nochmal tada, ihr habt euer gemerchtes Fahrzeug. Wenn ihr ein anderes Auto als dieses Polizeiauto gemerged habt, also ein normales Fahrzeug, dann könnt ihr dieses Fahrzeug jetzt direkt in LSK fahren, also in irgendein LSK, und etwas ändern zu Abspeicherungszwecken, also ne, in die Tuning-Garage reinfahren, etwas ändern, der Drop ist gelutscht. Das funktioniert aber mit den Polizeiautos nicht. Deswegen müsst ihr jetzt einmal dem Anawag nochmal beitreten. Das mache ich jetzt an der Stelle auch. Wie gesagt, die Anawag-Bots sind in der Videobeschreibung hier einmal X und einmal Kreis für die Ziel, für den Zielmodus und nochmal X. So, ihr seht, ihr seid nicht mehr verglitscht. Jetzt könnt ihr dieses Polizeiauto tunen oder etwas dran ändern. Wie macht ihr das? Ihr macht es folgendermaßen. Ihr ruft euch einmal eure Avenger. In die Avenger könnt ihr dann hinten reinfahren und an dem Fahrzeug eine Kleinigkeit ändern, weil wenn ihr jetzt so wie das Auto ist in die Garage reinfahrt, dann wird dieses Auto wieder entmerged und es steht wieder nackt da. Also das heißt, ihr müsst zuerst jetzt an dem Auto was ändern. Und dafür ist, wie gesagt, die Avenger die beste Möglichkeit, da hinten reinfahren, etwas ändern, der Drop ist gelutscht. Das mache ich jetzt an der Stelle auch einmal. Zur Erklärung nochmal, solltet ihr ein anderes Fahrzeug als ein Polizeiauto gemerged haben, ja, dann könnt ihr direkt in Customs fahren, etwas ändern und ihr seid fertig. Dann könnt ihr den Kollegen zurück einladen in die Lobby. Ja, und dann könnt ihr den Glitch direkt ab LSK-Meet wieder von vorne machen. Dann müsst ihr nämlich das an der Arena nicht nochmal machen. Weil ihr habt ja dann immer noch die verglitschte Ansicht. Das heißt, ihr habt dann immer noch keine Minimap und so weiter. Das heißt, dann könnt ihr den Glitch ganz einfach wiederholen. Nur bei Polizeiautos funktioniert das eben nicht, da Rockstar es eben so eingerichtet hat, dass man diese Fahrzeuge nicht im LS Customs tunen kann. Fragt nicht, bitte nicht, warum. Ich sehe da auch nicht wirklich den Sinn drin. Eigentlich total beknackt. Aber die dachten wahrscheinlich, das wäre irgendwie witzig, wenn wir gucken müssen, wo wir diese Autos tunen können. An sich sonst war das der Glitch. Ihr habt es gesehen, Car to Car. Wie ich es versprochen habe, der Glitch ist scheiße. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr ihn auch scheiße findet, weil ich finde ihn definitiv scheiße. Aber es ist leider die einzige Möglichkeit, wie man Autos aktuell merchen kann. Außer dem Konsole-zu-Konsole-Glitch. Mit dem würde es auch funktionieren. Aber dazu eventuell werde ich vielleicht nochmal was hochladen zum aktuellen Konsolenglitch, also Konsole zu Konsole. Da muss ich gucken, wie ich die Zeit finde, weil das ist sehr aufwendig aufzunehmen, das Ganze. Aber ich, ja,
werde mich, denke ich, dem Glitch auch nochmal widmen. Falls jemand da draußen zwei Konsolen hat, wäre das nämlich der einfachere Glitch. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin fertig mit dem Video. Jetzt seid ihr an der Reihe. Liken, was das Zeug hält. Gerne das Video teilen mit Kollegen und Freunden. An sich sonst, ja, wünsche ich noch einen wunderschönen Freitag und bis zum nächsten Video. Bye, bye.